Ja Leute, hier möchte ich jetzt für euch noch ein Video über die aktuelle Woche der Nightwave machen. Und bevor es losgeht, kleine Bitte an euch. Ich bin seit Tagen am Versuchen, meine Settings hier irgendwie in den Griff zu bekommen, weil es vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, seit einer Weile, gerade wenn es mal zum Gameplay ging, hat es jedes Mal geleckt wie bescheuert. Und ich denke, den Fehler habe ich gefunden. Ich habe nichts an meinen Recording-Settings geändert gehabt. Aber was einen riesen Einfluss hatte, war hier bei der Anzeige die Beta-Engine. Da kann das Spiel immer noch mit 144 FPS laufen. Der Stream laggt, beziehungsweise die Aufnahme. Von daher, falls jemand das gleiche Problem hat, sollte man das hier testen. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn man gleichzeitig eine Bildschirmaufnahme hat und eine Fensteraufnahme, dann laggt es auch gerne mal. Also nur kleiner Tipp, falls jemand das Problem hat. Auf jeden Fall meine Bitte an euch wäre, wenn es laggt, bitte sagt Bescheid. Dann muss ich noch mehr in die Settings reinschauen, weil ich habe jetzt auch noch ein bisschen was an meinen Aufnahmesettings geändert. Weil wie gesagt, ich habe da so gut wie alles durchgetestet, habe ein paar Sachen angepasst und ja, wie gesagt, da kann ich immer noch ein bisschen was anpassen. Wenn ich auf Damus unterwegs bin, klar, da kann es mal ein bisschen ruckeln, weil es ist eine Open-World-Karte, da ist ein bisschen mehr dahinter. Und genauso habe ich mich auch noch um meine Sound-Settings gekümmert. Da ist mir auch aufgefallen, dass das Noise Gate manchmal an der falschen Stelle reingeschlagen hat. Das bedeutet, wenn ich mal abgehackt klingen sollte, sagt Bescheid, da muss ich auch noch ein bisschen was am Noise Gate ändern, beziehungsweise auch hier an dem Mischpult von meinem Mikrofon. Gut, auf jeden Fall legen wir los zum gefühlten 10. Mal. Und ich werde das Ganze jetzt ein bisschen schneller machen, aber sind auch noch ein, zwei nette kleine Anmerkungen nachher dabei, die nichts mit der Nightwave zu tun haben. Und ja, wie gesagt, ich mache das jetzt möglichst schnell. Also hier im Shop nichts Neues dabei, braucht ihr euch ja jetzt nicht anzuschauen, wenn ihr vorher schon alles gekauft habt, was euch interessiert hat. Dann hätten wir hier Finde und Steuere eingefallen, Necromech of Damus. Leute, das ist vermutlich die ekelhafteste Mission, die drin ist. Naja, abgesehen vielleicht von der hier. Gibt nur 1000 Punkte, ist eine tägliche Mission. Ich hab jetzt zweimal Necromech gefunden. Jedes Mal musste ich so 6-7 Minuten suchen, rein raus aus der Mission, nochmal neu. Ekelhaft. Auf jeden Fall, ihr geht nach Damus, Open-World-Karte, während dem Fast-Zyklus, nicht während dem WOM-Zyklus, sucht da die gefallenen Necromechs, transferiert den Operator, drückt nochmal auf die Operator-Taste, während ihr auf den Necromech schaut und schon transferiert ihr dann in den Necromech rein. Interessanterweise, bei meinem letzten Versuch habe ich noch eine Kleinigkeit gefunden in der Wiki. Das ist diese Karte hier und hier sind mögliche Necromech-Spawn-Punkte eingezeichnet. Bedeutet, wenn ihr die zum Beispiel sucht, könntet ihr hier mal so eine Route abfliegen. Ihr könntet die auch auf eurer Karte markieren, damit ihr beim nächsten Mal alle direkt auf einen Blick in-game habt. Und so kleiner Tipp von mir aus. Wie gesagt, habe ich selbst in der Wiki gefunden und machen wir jetzt mal weiter. Und nebenbei, das hier ist so eine Display-Capture-Szene, die ich gerade meinte. Und ansonsten habe ich so eine Game-Szene, die man jetzt hier nicht sehen kann. Gut. Töte 150 Gegner durch Fähigkeiten. Dazu hatten wir gestern noch Töte 150 Gegner durch Gasschaden. Da ich es eigentlich gestern schon gemacht habe, werde ich jetzt auch drauf eingehen. Töte 150 Gegner durch Fähigkeiten. Da zählen auch die Mesa-Regulatoren dazu. Die zählen in dem Fall dann nicht als Pistole, sondern wie gesagt halt als Fähigkeit. Und da hatte ich dann Gas reingemoddet, um dann auch noch die 150 Gaskills zu bekommen. Interessanterweise hatte ich überlegt, wie man noch die Gaskills machen könnte. Ich habe jetzt nicht groß nachgelesen, aber die einzigen Frames, die mir eingefallen waren, damit ich hier halt Fähigkeiten Gaskills bekomme, wären Revenant mit der Ulti gegen Befallene und Lavos, weil den kann man ja theoretisch auch auf Gas modden. Gibt bestimmt noch den ein oder anderen Gasframe, aber ich bin gerade mal ehrlich, mir würde keiner auf Anhieb einfallen. Dann töte 200 Gegner, ja, spielt das Spiel, beende 3 Attentatsmissionen. Da würde ich euch empfehlen, dass ihr entweder die Forward-Manifestation macht oder den Sergeant, also ein Nefenyo. Für die, die es nicht wissen, früher hieß der wirklich Sergeant und war gelabelt als Nefenyo. Und ja, meiner Meinung nach ist die Forward-Manifestation angenehmer, weil es immer die gleiche Asteroidenkarte ist. Aber ansonsten hätten wir auch noch hier, wie gesagt, den Sergeant. Und da müssen wir das neue Korpus-Raumschiff machen. Was einem lieber ist, ist einem selbst überlassen. Beides schafft man in ungefähr einer Minute. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und mein Tipp hier, wenn ihr das als Vorrat
Manifestation machen wollt, dann macht auch die drei Durchgänge, weil zum Beispiel, ich habe gestern zwei Runs gemacht. Man müsste drei machen, damit man die Belohnung bekommt. Also nur, damit ihr es gerade seht. In dem Fall jetzt die NAV-Koordinate. Gestern waren es drei Fieldrons. Also ganz im Ernst, mich kümmert es jetzt nicht, aber naja. Wenn man es gerade macht, dann will man doch auch noch die zusätzliche Belohnung mitnehmen. Dann hätten wir, schließe 8 Zonen im Sanctuary-Ansturm ab, gehe ich direkt noch auf was anderes ein, schließe 8 Zonen im Elite-Sanctuary-Ansturm an, ab. Mein Test gestern, funktioniert es als 1? Ja, tut es. Bedeutet, wenn ihr ins Elite reingeht, könnt ihr in 1x8 Runden, naja, eure 2x8 Runden abschließen, um es mal so zu sagen. Interessant ist auch, dass man hier nicht die 8 Runden als 1 machen muss, sondern ihr könnt das aufsplitten. Und jetzt gebe ich euch leider den Tipp, so ungern ich das mache, verschwendet nicht eure Zeit und macht die 8 Runden in einem. Weil, okay, man macht mal die 8 Runden, wenn man noch was am Farmen ist, wie zum Beispiel, ich glaube, es war Breton Vandal und Lato Vandal. Weil auch da bin ich ganz ehrlich, es lohnt sich eher, die Teile für Platin zu kaufen, anstelle von Stunde über Stunde über Stunde da drin zu verbringen. Und naja, warum macht man überhaupt noch Sanctuary-Ansturm? Zum Leveln. Elite-Ansturm machen wir, um unsere Waffen zu leveln. Waffen leveln ohne Booster 1 bis 2 Runden. Meistens nur eine. Ohne Booster, naja, 1 bis 3 Runden, je nachdem. Warum sollte man dann 8 Runden drin bleiben, wenn man nach 1 bis 3 Runden durch ist? Von daher, wenn ihr 8 Runden machen wollt, sucht euch Premade-Teams oder geht mit einem Frame rein, der ohne Probleme die 8 Runden auch alleine machen kann. Von daher, verschwendet nicht eure Zeit, macht das effektiv und falls ihr noch die Waffenteile braucht, würde ich euch eher empfehlen, Relikte aufzumachen, die Prime-Teile zu verkaufen und dann die fehlenden Waffenteile davon zu kaufen. Ist meiner Meinung nach die Zeit mehr wert, weil wie oft ist es euch schon passiert, ihr wolltet 8 Runden machen, das Team geht nach 6 raus. Es ist einfach so. Von daher, entweder mit einem Premade-Team oder schaut, dass ihr die Teile anders bekommt. Töte 100 Gegner mit einem Mech. Jetzt kommen wir zu einem der Easter Eggs, die ich euch gesagt habe, nämlich, es ist allgemein bekannt, es soll diese Woche noch das Update, das Railjack-Update kommen. Es ist zumindest für diese Woche angepeilt. Aber ihr müsst bedenken, es ist nur angepeilt. Es kann sich auch auf die nächste Woche verschieben. Wenn es diese Woche kommt, würde ich das Ganze hier als Orphix-Venom-Mission machen, weil da kommen Unmengen an Gegner und ihr seid in der normalen Karte drin. Ansonsten würde ich das nicht mit dem hier unten gefundenen Necromech verbinden, sondern mit einem selbstbeschworenen Necromech, damit eure Waffe auf Max ist. Und auch da müsst ihr nicht unbedingt auf Damis sein, sondern ihr könnt auch auf jeder anderen Open-World-Map sein. Jetzt kommen wir zu dem zweiten kleinen Easter Egg. Ich bin absolut hyped auf das nächste Update. Es wird ja öfters mal behauptet, ich hätte keine Freude am Spiel oder ich könnte mich nie für was begeistern. Stimmt nicht. Ich begeister mich oder habe Freude, wenn Sachen kommen oder implementiert werden, die geil sind, die vielversprechend sind. Und ich darf nichts Genaueres dazu sagen, bin ich vertraglich gebunden, aber ich durfte einen kleinen Blick auf die vorläufigen Patch Notes werfen, zumindest auf einen Ausschnitt, und ich bin gehypt. Also ich freue mich, bin gehypt, bin motiviert und das sollte eigentlich schon genug sagen. Mehr darf ich auch nicht sagen. Gut, weiter geht's. Beende 3 Albtraummissionen eines beliebigen Typs. Zwei Tipps an euch. Zum einen macht die Missionen, die schnell gehen. Zum anderen macht die Missionen, die euch was bringen. Fangen wir mal vorne an. Schnell geht nicht mobile Verteidigung. Schnell geht Gefangennahme. 40 Sekunden, 1 Minute seid ihr durch. Super. Schnell geht nicht Sabotage. Also ihr merkt, worauf ich hinaus möchte. Macht einfach die schnellen Missionen. Weil ihr habt nichts davon, die langsamen zu machen. Die nächste Sache. Besorgt euch das, was euch fehlt. Oder das, was ihr gebrauchen könnt. Also die Mods, die viel Platin geben. Ich sag mal, ich glaube, die guten Mods sind 20 Platin wert. Oder wie gesagt, die ihr noch nicht habt. Dazu muss man wissen. Ich weiß jetzt selbst nicht, wie die Einteilung ist. Es gibt 3 verschiedene Cluster von Planeten. Das ist jetzt rein von mir gesagt. Es stimmt nicht, kann ich euch mit Sicherheit sagen. Aber sagen wir einfach, das hier wäre der erste Cluster, hier oben der zweite und hier rechts der dritte. Wie gesagt, es ist nicht so. Ich mache das jetzt nur zur Veranschaulichung. Und jeder dieser 3 Cluster kann andere Mods droppen. Bedeutet, geht in die Wiki, schaut, welche Mods euch fehlen, schaut, wo sie droppen und dann macht die Mission, die die Mods droppen können, die ihr noch braucht.
Weil, wie gesagt, das ist einfach, es lohnt sich. Anders kann man es nicht sagen. Gut, finde alle Lager in drei Sabotagemissionen. Hier ist mein Tipp oder Hinweis an euch: Macht die Mission nicht. Es lohnt sich nicht. Ist zumindest meine Meinung. Ich habe es früher nur gemacht, weil ich immer die Korpus-Raumschiffe machen konnte. Da war es super easy, die Truhen zu finden. Jetzt, wo das überarbeitet wurde, eher unangenehm. Natürlich kann man noch Trainee-Asteroid machen oder irgendeine andere Mission, aber meiner Meinung nach, es ist einfach unangenehm. Ansonsten könnte man vielleicht überlegen, es ein paar Wochen auszusetzen. Zum Beispiel, ich habe, glaube ich, die letzten 3 Wochen komplett ausgesetzt und da war schon ein-, zweimal Truhenjäger dabei. Bedeutet, ich könnte anfangen, hier die Mission nachzuholen und irgendwann hätte ich dann dreimal hier die Truhenjäger-Mission. Und wenn ich dann dreimal die 4500 bekomme, um nur dreimal die Mission zu machen, naja, das lohnt sich dann doch schon wieder. Ansonsten doch noch 2 Tipps. Zum einen macht das Ganze nicht solo. Mit einem Team habt ihr halt ein ganzes Team, das nach den Truhen sucht. Das bedeutet, die finden auch die Kisten, die ihr nicht kennt. Und der zweite Tipp wäre, macht nicht die Beginnerplaneten. Also, das ist mir gerade beim letzten Mal aufgefallen, wo ich es nochmal versucht hatte oder auch gemacht hatte, aber es war halt ätzend. Ich habe auf Merkur und Venus angefangen. Ich bin andauernd in einem Team gelandet mit Mastery 0123. Ich habe nichts gegen Mastery oder so. Aber wie gesagt, bei den Beginnerkarten, seid froh, wenn ihr jemand habt, der überhaupt nach den Kisten sucht, der überhaupt weiß, dass es Nightwaves gibt oder der sich überhaupt darum kümmert. Also, gerade wenn ihr weiter nach außen euch verlagert, sagen wir jetzt zum Beispiel Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, bla bla bla, ist halt die Chance größer, dass die Leute auch diese Mission machen. Und gerade da das Ganze als Nightwave ist, machen die meisten Gruppen, die jetzt Sabotage machen und nicht aus Anfänger bestehen, halt Kistensuchruns. Von daher würde ich euch halt empfehlen, euch hier irgendwo außen eine Kiste oder einen Planet oder Karte zu suchen, der euch gefällt. Und dann fangt an, da die Spawns auswendig zu lernen. Weil, wie gesagt, alte Korpus-Raumschiff, das so einfach war, gibt es nicht mehr. Und von daher, ja. Dann machen wir jetzt mal weiter. Schließe 5 Missionen auf dem stellaren Pfad ab. Ist auch nun gleichzeitig schon die letzte Mission. Dafür müsst ihr halt hier die kompletten Sternenkarte einmal durchgespielt haben. Könnt ihr dann zum Beispiel nachschauen bei Statistiken, dann hier unten 233 müsst ihr gemacht haben. Und das, glaube ich, genau die gleiche Voraussetzung ist wie fürs Schiedsgericht, könntet ihr auch einfach bei denen im Relay reingehen und da nachfragen, welche Karten euch auf welchem Planeten noch fehlen. Wollte ich jetzt nur mal noch gerade erwähnt haben. Gut, dann müsst ihr hier halt auf den Steelpath-Modus gehen, das ist der untere, das sind die Gegner. Minimal stärker und dann könnt ihr hier zum Beispiel diese Aufträge machen. Kommen jeden Tag 5 Missionen, jede gibt euch 3 Stahlessenzen und das Schöne ist, in diesen Missionen können noch Akolyten spawnen. Von daher wäre mein Tipp an euch, macht nicht nur die schnellen Missionen, so wie Gefangennahme, wo ihr in 40 Sekunden durch seid. Klar, hey, geil, 40 Sekunden habt ihr 3 Stahlessenzen, sondern macht auch die langsameren Missionen. Zum Beispiel mobile Verteidigung oder Verteidigung, Überleben. In dem Fall sind es, glaube ich, dann nur 5 Minuten, 5 Wellen. Bei Störung, glaube ich, nur ein einziges Terminal. Und das Interessante ist halt, sagen wir mal, für 5 Wellen Verteidigung braucht ihr 5 Minuten. Für 5 Minuten Überleben braucht ihr 5 Minuten. Irgendwo logisch. Nee, stimmt gar nicht. Dafür braucht ihr 6 Minuten, weil ihr noch das Ganze starten müsst und extrahieren müsst. Auf jeden Fall, ihr bekommt zum Schluss die 3 Stahlessenzen, aber habt auch jederzeit die Möglichkeit, das habt ihr auch in normalen Missionen, dass Akolyten spawnen. Tötet ihr einen Akolyten, bekommt ihr 2 Stahlessenzen mit Booster 4, mit Caveat Buff 8, mit doppeltem 16 und so weiter. Bedeutet, wenn ihr mit einem Booster so einen Akolyten bekommt, in einer 5-Minuten-Mission, bekommt ihr nicht nur 3 Stahlessenzen? Nö, ihr bekommt 7. Und auf einmal lohnt sich schon so eine lange Mission. Oder mit einem Caveat-Buff bekommt ihr nicht nur 3, sondern ihr bekommt 11. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Also die langen Missionen lohnen sich einfach schon aus dem Grund, dass ihr halt die ganze Zeit die Chance habt, dass die Akolyten kommen, anstelle von bei einer Gefangennahmemission, wo ihr zum Beispiel nur 40 Sekunden lang die Chance habt, dass der Akolyt kommt.
Wollte ich jetzt einfach nur erwähnt haben, dass ihr nicht nur euch auf die langen, kurzen Missionen konzentriert, sondern auch mal die etwas längeren macht. Und sind wir jetzt gerade mal ganz ehrlich, 5 Minuten Überleben, 5 Wellen Verteidigung, Ausgrabung, 600 Kryotik, 200 Kryotik, sorry. Das ist jetzt wirklich keine Herausforderung, dauert auch nicht lange und es lohnt sich. Was sich meiner Meinung nach nicht lohnt, ist zum Beispiel so eine schnelle Mission wie Gefangennahme zu machen und dann nur bis kurz vor den Extraktionspunkt zu rennen und dann zu warten, dass ein Akolyt kommt. Das lohnt sich jetzt meiner Meinung nach nicht, weil anstelle könntet ihr einfach eine stinknormale Überleben machen, die jetzt nicht mal hier als Auftrag drin ist und dann wirklich so die Akolyten farmen. Also wollte ich jetzt nur noch so erwähnt haben. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch hier 2 Boss-Runs und ja, ich versuche es nochmal so einen Necromech zu finden. Ich bin echt wirklich unlucky, was das angeht. Also, ich behaupte jetzt mal, ich habe locker schon eine Viertelstunde nach Necromechs gesucht, habe nur 2 gefunden. Aber hey, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech, so ist das Leben. Dann hoffe ich jetzt, dass ich mal hier ein bisschen Glück habe. Weil ich sage immer, wie schön schnell hier die Missionen gehen. Aber im Endeffekt brauche ich immer viel zu lange dafür. Weil das hier ist auch eine kleine Abkürzung, die viele nicht kennen. Oh je, ich habe die Pandero Prime dabei. Na, für den reicht's. Schauen wir mal nach. Wieder zu langsam gibt's doch nicht. Na egal, auf jeden Fall, ihr habt es gesehen, das Ganze geht schön flott. Und als nächstes machen wir jetzt noch einmal den Sergeant, genau. Wobei man an der Stelle natürlich sagen muss, schlechter Frame dafür, schlechte Waffen, aber wen kümmert's? Ich meine, ich nehme immer das, was ich gerade ausgerüstet habe. So, genau, den normalen Attentat hier. Ich bin auch jedes Mal überrascht, dass es das Corpus Raumschiff ist, weil es hat sich bei mir fest eingebrannt, dass es die alte Venus-Außenkarte ist. Aber naja, Phobos ist ja generell jetzt Corpus Außenposten. Vorher war es ja der Wüstenplanet. Und hier als kleiner Tipp, das ist mir auch gestern erst aufgefallen, ihr könnt Nefenyo, also den Sergeant, auch mit Fähigkeiten legen. Das bedeutet, Mesa-Regulatoren funktionieren da auch. Glaube, ich habe meinen noch auf Gas gemoddet. Vielleicht echt noch ändern. Ach Mist. Oh, 1:04. Na gut, kann man auch mal machen. Aber wie gesagt, ich persönlich bin jetzt kein so großer Fan hier von der Map, aber jedem das seine. Gut, dann gehen wir jetzt als nächstes nach Damis. Wünscht mir Glück und vor allen Dingen hoffen wir mal, dass es nicht leckt. Gut, los geht der Spaß. Wir gehen nach Damis, Campion Drift, genau. Vergesse ich auch jedes Mal, dass das Ding so heißt. Wie gesagt, wir müssten halt hier im Fastzyklus sein. Zum Beispiel in 28 Minuten wäre WOM.
Und da können wir dann halt keinen Necromech finden. So, dann fliege ich jetzt einfach mal kreuz und quer rum. Ich habe zwar die Map, aber jetzt abzugleichen, während ich aufnehme, ist etwas zu umständlich. Ich weiß, hier unten kann einer liegen. Oh, Jackpot. Eben beim letzten Versuch war er nicht hier gewesen. Und wie gesagt, ich transferiere den Operator, ich transferiere nochmal und schon bin ich im Necromech. Nebenbei sieht so aus, als wäre das hier dieses Mal ein Voidrig. Beim letzten Mal hat hier ein Bone Widow, eine Bone Widow gelegen. Also im Endeffekt könnt ihr dann, müsst ihr halt wirklich schauen, dass. Nein, fange ich nochmal an. Die Spawns sind zufällig. Ich habe euch die Map gezeigt. Da kann einer spawnen, da muss keiner spawnen. Und anscheinend kann da entweder ein Bone Widow oder ein Voidrig sein. Das bedeutet, ob ihr einen bekommt, Zufall. Welchen ihr bekommt, Zufall. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst ein Abo und Like da. Und bis zum nächsten Mal.